Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute eine Runde Bloons 5 Tower Defense. So, eins der geilsten Tower Defense überhaupt, dass es rausbringt, so geil ist es. Was machen wir heute? Schauen wir mal. Sag mal, wir gehen zu Express-Lieferung und liefern etwas aus. War natürlich... Oh, wir haben Apokalypse freigeschaltet. What the fuck? Geile Sache. Ist das hier auch frei? Warte mal, wenn wir da zurückgehen. Jawohl. Ihr wisst, was das heißt. Keine Pause und so weiter. Das heißt aber, da hinten ist das auch freigeschaltet, oder? Jawohl. Coole Sache, coole Sache. Das gefällt, das gefällt. So, wir gehen jetzt wieder zu unserer Mission. Wie heißt die eigentlich? Mal schauen. Expresslieferung. Okay. Also Leute, wir machen jetzt eine Expresslieferung auf Lecht und hauen uns gleich in das Abenteuer. Mal anschauen, weil ich kenne die Map noch nicht. Wo kann ich die Tower bauen? Ich nehme das mal hier. Nur oben und nie. Doch, unten kann ich schon bauen. Auch oben. Nur nicht in der Bahn sozusagen. So, was mir jetzt aber komisch vorkommt, wo gehen denn die lang? Warte mal, hier kommen sie? Wo gehen denn die lang, bitte so? Oder so rüber? Ich checke nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz, wo die Bloons kommen, Leute. Hier kommen sie, okay. Das heißt, die gehen hier entlang. Und dann so, oder wie? Wir schauen uns das mal an und dann starten wir neu, weil... Okay, die gehen hier lang. Einmal im Kreis. Dann gehen sie... Lol. Hier einmal im Kreis. Wie dämlich ist das denn? Das ist eine geile Welt. So, jetzt gehen sie hier nochmal im Kreis, weil es so lustig war. Und darüber. Gut, man muss den Weg mal wissen, Leute. Dann kann man natürlich spielen, ist klar. So, jetzt dann da runter. Okay, alles klar. Restart. Jetzt wissen wir es. Muss man sich mal anschauen. Ich habe die Map nicht gekannt. Ich denke, da werdet ihr mir auch nicht böse sein. Ja, aber die Frage ist, was nehmen wir da jetzt? Am besten den da, den Affenpionier. Und zwar stellen wir den... Tja, wo stellen wir den hin? Hier hin, hier hin. Wir stellen den hier hin, beziehungsweise hier hin, weil hier kommen sie 3-4 Mal vorbei, ja? Das heißt, es ist natürlich praktisch. Hier hinten könnte ich dann Nägel hinhauen ohne Ende. Das könnte man eigentlich auch gleich machen. Ist doch wurscht. Ja, das machen wir rechts und links, genau. Hier ist die Nagelparty und ich sage, let's begin the party. 0 von 50. Los geht's, Leute. Das ist eine sehr coole Mission. So, das funktioniert soweit ganz gut. Da können wir jetzt durchrushen bis, keine Ahnung, Level 10 circa. Dann baue ich noch eine Bananenfarm, dass wir auch Kohle kriegen. So, das funktioniert eigentlich sehr gut, unsere Taktik. Wave 3. Keinerlei Problem. So, Wave 4, Leute. Wave 4. Und Wave 5 kommt. So, Wave 6. Was nehmen wir denn da? Jetzt muss man schauen. Ich plane auf die Palme am besten zuerst, weil dann kriegen wir schneller Kohle. Die kostet 8,50. So, Wave 7. Palme Hammer. Entschuldigung, Leute. So, die bauen wir jetzt wohin? Kriegen wir vielleicht zwei Palmen hier hin. Ich baue die mal hier am Rand. Kriegen wir
kriegen wir vielleicht zwei hier hin. Muss mal schauen. So, die sind natürlich auch schneller, die blauen hier. So, upgraden. Weiter geht die Party. Wave 8. So, jetzt bekommen da hinten die ersten, das erste Mal da durch, Wave 9. Sehr viele Grüne, aber das ist kein Problem. So, haut hin, Wave 10, Leute, Wave 10. So, wir müssen jetzt aber die Nagelmaschine langsam erweitern, weil das wird doch so ein bisschen heikel hier. Da kommt doch ein Haufen. Oh, 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 oh. Da müssen wir nachlegen. Da mussten wir nachlegen, sonst wäre das ins Auge gegangen, Leute. Eine Bananenstaude geht sich aus. Jawohl, wir können die zwei nebeneinander setzen. Wunderbar. Und auch gleich upgraden. Wave 11. Und jetzt müssen wir was tun. Für unsere Nagelfabrik, die kommt nämlich nicht mehr nach jetzt. Aber das werden wir schon hinkriegen. So, das haut hin. Wave 12 kommt. Ja, die Grünen sind doch sehr zügig, da kann die Nagelfabrik nicht schnell genug produzieren, das ist ungut. Wir brauchen die Upgrades hier, sonst geht das ein bisschen schlecht aus jetzt langsam. Aber es läuft so. Upgrade. Wir bauen jetzt die größeren Nägel, dass wir dann die Stahlblooms abwehren können. Wave 13. Entschuldigung, Leute. Wave 13. Kommt ordentlich was nach, aber es geht. Oh, ich glaube, wir haben eh schon genug. Super! So, jetzt haben wir das. Stahlblunts sind kein Problem mehr. Wave 14. Jetzt müssen wir nur mehr das hier ausbauen, dass ein bisschen mehr produziert werden. Also mehr Spikes. So, das müsste sich jetzt ausgehen. Jawohl. Mehr Specs produzieren. Wave 15. Ihr seht, jetzt gibt sie schon ein bisschen mehr Gas. Jetzt kommen auch lilane schon. Ja, jetzt fangen wir sie hier dann ab. Da gehen die gar nicht mehr durch, dann die Bloons. Jawohl, Leute. Wave 16. Wave 17. So, das können wir auch leisten. Da wird noch schneller produziert, die Spikes. Dass wir die Herzen hier aufhalten. Wave 18. Wunderbar. Wave 19. Wir werden dann hier am Anfang direkt eine Spike-Maschine hin, das wird richtig dreckig werden. Wave 20. Wave 21. Sind ziemlich zügig hier, die Bloons teilweise. Wave 22. Auch interessante Map, die sieht irgendwie lustig aus. Wave 23. So. Jetzt können wir das hier upgraden, dass wir mehr Kohle kriegen. Wave 24, da kommt ein Camouflag. So, Wave 25, Herzenhaufen. Einer ist durch, aber das ist nicht so schlimm, der geht dann hinten drauf.
Wave 26. So, jetzt können wir den upgraden, dass wir hier die dicken Spikes kriegen, dass hier nichts mehr durchkommt. Wave 27. Jawohl, kein Problem. Wave 28, die ersten Stahlblunts sind da. Der haut jetzt richtig schnell die Dinger da raus, das geht richtig gut. So, Wave 29, ich freue mich schon, diese Map auf Medium und Hard zu spielen. Die ist echt cool. Also der Weg von den Blooms ist doch interessant hier. Wave 30 haben wir. Wave 31 auf dem Zebra Bloons halten dann doch ein bisschen was aus. So, wir upgraden jetzt mal das da für Geld, dann kriegen wir noch mehr Kohle. Da fehlt noch ein bisschen was. So, ein Haufen schwarze und weiße kommen da. Aber das schaffen wir. Ein grüner ist mal durch, aber der geht dann hinten drauf. So, wunderbar. Wave 33, Haufen Camouflax. Wave 34. Oh, da kommt dauerhaft was rein und trotzdem halten wir sie auf. Das haut wunderbar hin. Fast alle zumindest. So. Jetzt upgraden wir das, dann kriegen wir mehr Kohle. Wave 35, Leute. Oh, jetzt kommen Regenbogendinger, die sind gefährlich. Die hauen nämlich richtig rein. Aber das geht sich ohne Probleme aus. So. Wave 36. So, kann man das upgraden. Und dann bauen wir eine zweite Nagelfabrik. Und die haben wir denen da vor die Nase. So werden wir das machen. Schön in die Mitte. So richtig link. Und los geht's. Runde 37. So, die können wir natürlich gleich hier upgraden. Gibt ordentlich Gas. Das hilft natürlich schon mit. Das war aber auch nötig, weil die alleine hier, die schafft es schon nicht mehr. Wave 38. So, die kommen immer wieder hier auch vorbei. Das ist richtig geil. Das ist richtig cool. Also die zwei, die sollten das alleine hier schaffen. Wave 39. Wave 40. Da haben wir schon alles abgegradet. Das haut soweit hin. So, Wave 41, Leute. Ich glaube, wir beschränken uns hier auf das Spike Factory. Das ist nämlich richtig super, weil die immer wieder denselben Weg hier gehen. Da können wir die natürlich super abfangen. Da machen wir noch eine dritte Spike Factory und zwar hierhin. Natürlich auch schön abgegradet. Das haut super hin. Und los geht's. Sind noch immer in der Runde 41. So, Leute. Der Super Monkey hat die vierte Stufe frei. Jawohl.
Runde 42. Runde 43. Die kommen jetzt nicht mal mehr hier hinten an, weil sie so auf den Latz kriegen. Oh, ein paar kommen noch durch, aber nicht besonders viele. Runde 44. Runde 45. Da wird der Boss nächste Runde auch nichts mehr machen können. So, die kommen nie und nimmer hier an. Also die zwei machen das schon wunderbar hier. Da brauchen wir gar nichts mehr machen. Da können wir jetzt schön zuschauen. Das haut wunderbar hin. Also ich freue mich wirklich auf Medium und Hard bei dieser Map. Runde 46. Runde 47. Und Runde 48, Leute. Runde 49, die schwierigere Runde, die ist sogar schwieriger wie die 50er im Normalfall. So, da kommt schon einiges, aber es geht immer noch. Es läuft. Keramikbloons kommen dann nach hinten. Der letzte hat ein bisschen zu tun jetzt. Da geht jetzt einiges hin. Ich glaube, da müssen wir nachlegen, Leute. Das hat jetzt sonst nichts. Glaube ich. Und mal schauen. Nee, es geht sogar so aus. Allerdings kommt da noch einiges nach. So, jetzt müssen wir aber doch ein bisschen hier. Wir riskieren das jetzt nicht, dass hier Scheiße passiert. Da werden wir einiges hier lassen. So, das wird dann noch zu viel. Das heißt, wir müssen weiter klicken, 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 klicken. Wow, jetzt haben wir es. Oh, ja, jetzt haben wir es verschissen. Also, Runde 49 ist nicht so easy peasy. Aber kein Problem, Leute. Das machen wir nochmal und wir werden dieser Map in den Arsch treten. So, wir nehmen das da oben sogar. Oder soll ich das hier nehmen? Das weiß ich jetzt nicht. Wie machen wir das? Nehmen wir das letzte hier. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.